Ein herzliches Willkommen im neuen Jahr und auch beim Taroskop mit Ella. Schön, dass du da bist. Wir schauen uns wie immer an, wie das Jahr beginnt. Wir haben ja schon eine Woche gelegt bis zum 3., aber so richtig beginnt das Jahr am 4. Januar, weil dann alle wieder arbeiten gehen. Zumindest hoffe ich das. Wir haben ja ein bescheidenes Jahr hinter uns und hoffen, dass das nächste Jahr besser wird. Das liegt natürlich auch ein Stück weit an uns selbst. Die Gegebenheiten sind nicht optimal, aber es kommt ja darauf an, was wir daraus machen, nicht was andere uns vormachen oder ob wir das alles so einfach geschehen lassen. Ja, ich stelle euch erstmal die Karten vor, die wir heute vom 4. bis 10. Januar verwenden. Es sind die Druid Craft Tarot Karten von Philipp und Stephanie Cargom. Wir haben für die Tagesenergien das Tarot Royal, Gilde Tarot Royal von Ciro Marchetti. Und wir haben das einfache Rider-Waite Tarot zur Klärung der einzelnen Energien. Dann haben wir das Orakel der Krafttiere von Colette Bern-Reed. Und die Seelenkarten, das heißt das schamanische Seelenorakel von Colette Bern-Reed in Zusammenarbeit mit Alberto Viloldo und Marcella Lobos. Also eine gute Sammlung, denke ich, für den Start ins Jahr. Und wir wollen natürlich zuerst beginnen, einfach mal astrologisch zu schauen, was uns erwartet. Die Energien, die uns erwarten, die Möglichkeiten oder auch Gegebenheiten, je nachdem, aus welcher Warte man das sieht. Und da gehen wir natürlich auch in die einzelnen Sternzeichen. Aber freut euch jetzt erstmal auf die allgemeine astrologische Wetterlage in dieser Woche. Bis gleich. So, meine Lieben, dann wollen wir mal schauen, was das neue Jahr so zu bieten hat. Ihr wisst ja schon aus der Vorwoche, also dem Übergang schon, dass da viel kreative Energie zu Beginn des Jahres drin ist mit dem Löwemond. Wir haben ja so ein paar Energien, Mars, Pluto, Merkur, ja. Da ist eine Menge Streitlust enthalten, ja. Vorsichtig damit, bitte auch nicht zu aggressiv kritikfreudig sein, weil das kommt nicht gut an und das führt auch nicht wirklich zu konstruktiven Ergebnissen. Ja. Wir haben einen positiven Aspekt, der mit Venus und Mars Positives bewirkt, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber es ist auch die Sorge, die uns umtreibt. Und das ist ja auch nicht ohne Grund mit Merkur und Saturn. Und Mars und Saturn lassen ja irgendwie so, ich sag mal, den Eigenwillen übermäßig stark werden. Ja? Da kann schnell, ich sag mal, das Aggressionspotenzial steigen. Und so leid mir das tut, aber es ist tatsächlich so, dass das den ganzen Monat eigentlich so weitergeht. Deswegen möchte ich ganz persönlich euch, jeden einzelnen von euch bitten, zu versuchen, auf dem Teppich zu bleiben, möglichst nichts persönlich zu nehmen, wenn es geht, wenn es sich nicht vermeiden lässt, okay, aber wenn es geht, versucht das auf die Situation, in der wir uns jetzt befinden, zu schieben und zu sagen, nun ja, derjenige ist gestresst oder hat viel zu tun oder hat halt einfach einen schlechten Tag. Nun kann es natürlich sein, dass du selber einen schlechten Tag hattest und dann können natürlich zwei gewaltige Energien aufeinanderprallen. Wir haben eigentlich soweit, ich sag mal, 4. ist ein, ich sag mal, ein neutraler Tag. Am 5. haben wir Streitgefahr. 6. 7. sind wieder relativ neutral und dann geht es los am 8. Ja. Und wir haben auch Konstellationen bei den einzelnen Sternzeichen, die dazu anraten, bis zum 8. möglichst alles, ich sag mal, in trockenen Tüchern zu haben, damit da nichts mehr schief gehen kann, weil danach wird es schwierig. So, und das möchte ich euch ans Herz legen, da einfach ein Stück weit netter zu sein, als ihr ohnehin schon seid und ein bisschen toleranter, ein bisschen friedvoller als normalerweise, wenn ihr in eine solche Situation geratet. Denn damit könnt ihr größeren Streit und Auseinandersetzungen verhindern. Und vielleicht einfach mal
naja, wenn jemand Hilfe braucht oder so ein bisschen die Augen offen halten, weil das wird mit großer, großer Dankbarkeit angenommen, wenn jemand, ich sag mal, dem ist was runtergefallen, einfach mal so ein bisschen nett sein und eben nicht diese Abstandsregelung insofern überschreiten natürlich, aber ich meine einfach, wie gesagt, ein bisschen hilfsbereit sein, mal die Tür aufhalten oder so, das ist ja nicht, ich sag mal jetzt, was Außergewöhnliches. Solche Sachen, solche Kleinigkeiten können sehr viel Positives bewirken. Das möchte ich euch einfach mal allen für diese Woche ans Herz legen, denn das kann zu unser aller Wohl führen. Ihr kennt den Schmetterlingseffekt, ja, Murphys Gesetz. Jede kleine gute Tat hat vielleicht auch große positive Folgen. Und damit wollen wir das Jahr beginnen, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns jetzt jedes einzelne Sternzeichen an. Ich habe im Übrigen ein bisschen was umgestaltet, was eure Sternzeichen betrifft. Ich hoffe, es gefällt euch. Und dann schauen wir uns an, was jetzt für jeden Einzelnen bzw. in der Allgemeinlegung für jedes einzelne Sternzeichen astrologisch drin ist. Und dann kommen wir zu eurer Kartenlegung. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze, zum Taroskop mit Ella in der Woche 4. bis 10. Januar 2021. Und wir wollen uns anschauen, was für dich in dieser Woche relevant ist. Bis 8. Januar, ja, hast du günstige Tage mit Jupiter im Wassermann. Da haben wir Jupiter Saturn, die dir Gelegenheit geben, Dinge zu überdenken und ich sag mal Feinjustierungen vorzunehmen. Das solltest du auch auf jeden Fall tun. Saturn möchte, dass du entspannt, aber genau an den Dingen arbeitest. Ja? Durchhaltevermögen ist gefragt und nicht schnelle, kurzfristige Entscheidungen, sondern langfristig auch gute und auch für die Zukunft gedachte Entscheidungen. Das ist wichtig. Neptun kann dich dazu verleiten, zu sagen, es ist ja alles gut und so ein bisschen schräge in der Ecke zu hocken. Das solltest du natürlich nicht zulassen. Ne? Deine Empathie ist da und auch deine Kreativität und Fantasie ist da. Aber sie darf dich nicht so weit davontragen, dass du die Realität nicht siehst. Aber dafür wird Saturn schon sorgen. Pluto im Steinbock ist nicht direkt im Einfluss zu dir. Du willst dich nicht um jeden Preis durchsetzen, aber es ist wichtig, dass du für deine Dinge einstehst und dir eben auch Gleichgesinnte suchst. Mars in Widder bis zum 6. Januar. Und vom 6. Januar bis 4. März ist er im Stier und sorgt dafür, dass du es langsam angehen lässt. Es ist auch gut so. Ja? Du bist jetzt nicht gefordert, große Mengen von Arbeit zu bewältigen oder dich herausgefordert zu fühlen, sondern eben an den Dingen dran zu bleiben und in aller Ruhe mit dieser Gemächlichkeit der Erdenergie zu bearbeiten, eins nach dem anderen. Venus in deinem Zeichen bis 8. Januar, ja, solltest du eigentlich gut in das Jahr starten oder gestartet sein. Vom 8. Januar bis 1. Februar ist die Venus im Steinbock und damit sozusagen nicht vorhanden für dich jetzt. Also es geht gemächlich zu, aber danach geht sie ja in den Wassermann und dann hat das schon wieder ganz andere Möglichkeiten. Ne? Da geht es um Gemeinschaft im Februar. So, dann haben wir Merkur, der noch zu Beginn bis 8. Januar, Moment, 8. Januar bis 15. März, so, da haben wir gute Zeiten mit Merkur, wobei man nicht vergessen darf, dass er am Ende, also am 30. rückläufig wird. Das muss man natürlich beachten. So, was haben wir jetzt für dich? Ein guter Tag, um sich auf die Details zu konzentrieren, wäre der 10. Januar, wo du dann am nächsten Tag auch schon, ich sag mal, gute Ergebnisse erzielst und die auch weitergeben kannst. Am 24. gilt es, das, was bisher nicht abgearbeitet wurde, zu erledigen. Also
sich nicht rausreden mit Neptun, sondern dranbleiben. Ja. Und ja, das solltest du bis zum 24. in trockene Tücher bringen, damit du am Ende des Monats gut dastehst. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das für diese Woche bis zum 10. in den Karten aussieht. Mein lieber Schütze, dann wollen wir mal in die allgemeine Kartenlegung gehen. Allgemein deshalb, weil das natürlich für alle Schützen gilt. Ich habe heute irgendwie einen Knoten in der Zunge, Entschuldigung. Also es gilt für alle Schützen und da liegen ja natürlich auch noch andere Dinge im Horoskop vor, die das mit, ja, bestellen, das Feld sozusagen. Und wir können nur ungefähr die Energien, die so vorherrschen für das Sonnenzeichen, für das Mondzeichen, Venus und so weiter, erstellen. Aszendenten natürlich im Schützen. Das ist ja nur ein Teil des Horoskops. Aber du kannst damit natürlich viel anfangen, wenn du deine anderen Zeichen, zum Beispiel Aszendent und Mondzeichen und die Venus vielleicht noch kennst, kannst du natürlich auch da nachschauen. Wir schauen uns jetzt erstmal an für den Schützen, was von außen kommt in dieser Woche. Welche Energien begegnen dir denn bis zum 10. Neubeginne. Eine neue Welt tut sich vor dir auf. Das können natürlich auch Dinge sein, die du beobachtest, oder das können Dinge sein, die zu dir kommen. Das passiert im Außen. Das ist eine Veränderung, ich denke mal auch positiv. Wir schauen mal, wie du dich siehst in dieser Woche. Und was du dir wünschst, was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was nicht so gut ist und natürlich, wie die Woche für dich ausgeht. So, gut, das ist erstmal so, ja, allgemeine Wetterkarte der Energien. Kommen wir jetzt zu den Wochentagen. Auch da müssen wir beachten, dass das ja für so viele Schützen ist und natürlich nicht für jeden am gleichen Tag stattfindet, dass die Energien da sind. Aber dass sie natürlich bei jedem ein bisschen verschoben stattfinden können. Also oder in anderer Reihenfolge. Ne? Das weißt du, wenn du diese Legung schon mal gesehen hast. Wir schauen uns natürlich auch an, wie der Schütze auf seine Mitmenschen zugeht. Was haben wir da vom Schützen in dieser Woche zu erwarten? Den Herrscher. Der Herrscher ist auf der einen Seite gut. Er ist verantwortungsvoll. Er weiß, was er tut. Er nimmt die Zügel in die Hand. Er gibt das Kommando. Das Problem mit dem Herrscher ist immer, dass er auch zum Tyrannen werden kann. Da sei vorgewarnt, mein lieber Schütze, denn wir haben sehr große Energien in Bezug auf Kritikfreude, auf, ich sag mal, Aggressivität. Es ist für dich gut, wenn du die Dinge im Griff hast, aber du solltest nicht versuchen, über andere zu bestimmen. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn ihr euch hier mit der Welt und dem Herrscher auf Augenhöhe begegnet, kein Problem. Aber alles andere könnte im großen Streit enden. Bitte nicht. Schauen wir mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Wie immer, wie gesagt, das kann in einer unterschiedlichen Reihenfolge stattfinden. Deswegen halte dich nicht an den Wochentag fest. Die Vorwoche hängt ja auch noch mal hinten dran. Die Energien der Vorwoche können natürlich immer Einfluss darauf haben, wie diese Woche hier verläuft. Manchmal benenne ich ja auch längerfristige Sachen, wie heute auch. Und natürlich wird die Energie nicht Halt machen, nur weil gerade Sonntag ist. Das geht so ein bisschen ineinander über. Falls es dich interessiert, es hängt wie immer hinten dran. So, wir schauen jetzt mal, wie siehst du dich denn? Zwei der Münzen. Selbst siehst du dich so ein bisschen abwägend, so ein bisschen dich ausprobierend. Du bist noch gar nicht so die Energie des Herrschers. Aber fake it till you make it. Also zumindest so tun, als ob man genau weiß, was man tut. Ja? Aber es kann ja auch sein, dass du zwei verschiedene Dinge parallel probierst. Durchaus möglich. Aber so ganz sicher bist du dir noch nicht. Was ist dein Wunsch? Vier der Kelche. Ich glaube nicht, dass du unzufrieden sein möchtest oder Langeweile haben möchtest. Ich glaube eher, dass du mehr Angebote möchtest, Möglichkeiten oder dass du deiner Gefühlswelt ein bisschen auf die Sprünge helfen möchtest, dich wohler fühlen möchtest in deiner Haut. Und das kannst du ja, musst du nur was für tun. Hoffnung und Ängste, der Hohepriester, ich denke mal Sensitivität, Empathie, ja, so ein bisschen die Energien erspüren. Was ist gut für dich?
Das ist der Magier. Wow, Manifestation dessen, was du dir vorstellst. Großartige Energie, alle Werkzeuge da. Du möchtest dich nur wohlfühlen dabei. Vielleicht ist es auch Intellekt und Herz, was noch nicht so im Einklang ist. Aber der Magier manifestiert. Was ist nicht gut? Die Wiedergeburt. Ne? Wiedergeburt bedeutet wie Phönix aus der Asche entsteigen. Ich sage ja, ich habe heute einen Knoten in der Zunge. Also wie Phönix aus der Asche steigen ist in dieser Woche noch nicht möglich. Muss ja auch nicht. Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, wenn du die Dinge erst noch manifestieren willst, lass dir Zeit. Wir haben die Erdenergie mit Saturn. Wie geht denn das Ganze aus mit dem Eremiten? Das ist der Rückzug. Das ist aber auch in sich gehen, das Innenleben erkunden und mit sich ins Reine kommen. So, schauen wir mal. Montag, 4 der Schwerter. In aller Ruhe überlegen, was jetzt als nächstes zu tun ist. Also vielleicht auch austarieren, wo die Prioritäten liegen. Und auch Ruhephase, also entspann dich. Dienstag haben wir die 10 der Münzen. Stabilität und Sicherheit. In Finanzen, aber natürlich auch im Beziehungsbereich. Und da ist der Wunsch auch da, da so ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit zu haben. Vielleicht fühlst du dich auch ein bisschen einsam, wenn ich den Eremiten hier sehe. Und dass du ja ein bisschen Kummer hast oder so ein bisschen traurig bist, vielleicht auch aufgrund der Situation, die wir gerade haben. Glaub mir, da sind fast alle Menschen, denke ich mal, sehr traurig drüber. 10 der Münzen ist aber Stabilität und Sicherheit. Wir schauen mal Mittwoch. Der Rückzug, 5 der Münzen. Jetzt frage ich mich natürlich, warum? Warum halbiert sich das hier? Vielleicht fühlst du dich noch nicht so stabil und sicher. Vielleicht ziehst du dich von etwas zurück, was dir nicht gefällt. Oder musst dich zurückziehen. Schauen wir mal. Donnerstag haben wir die 8 der Kelche. Das ist in eine neue gefühlsmäßige Richtung gehen. Und mit dem Magier manifestierst du. Vielleicht brauchtest du jetzt hier so die Zeit, um gefühlsmäßig dich einzustellen. So, was haben wir hier am Freitag? 6 der Kelche, die Vergangenheit. So. Und nicht gut wäre, die Vergangenheit wieder zu beleben. Das denke ich mal. Also es geht darum, wirklich die Dinge hinter sich zu lassen, neue Wege zu gehen, zu manifestieren, was du möchtest und was dir vorschwebt. Was haben wir am Samstag? Den Waage, Krebsenergie, die Zügel in der Hand. Wo soll es denn hingehen? Das ist auch Intellekt und Gefühl und ne, wirklich auch mit, wie der Herrscher auch, die Dinge ja, für sich entscheiden. Sonntag, 3 der Schwerter, Herzschmerz. Okay, das ist das, glaube ich, was dich auch noch begleitet. Ja? Du weißt in deinem tiefsten Inneren, dass du die Dinge vorantreiben willst. Du willst auch Erfolg haben, aber deine Gefühlswelt ist nicht ausgewogen. Und das behindert dich. Das sehe ich auch so. Vielleicht hat dich jemand im Stich gelassen oder jemand hat sich abgewendet oder du hast dich abgewendet, je nachdem. Und der Schmerz ist aber noch da. Die Person ist weg, aber der Schmerz ist noch da. So, 2 der Münzen. Was haben wir da? Die Sonne, positive Energie, Vitalkraft, Optimismus und 4 der Schwerter. Gut überlegt, Pause, Kräfte sammeln. Ist eine gute Idee. Das passt ja auch hierzu, 4 der Schwerter. Nichts Unüberlegtes tun, Kräfte sammeln. Und ja, jeden Schritt überlegen, aber du hast eine Menge Optimismus dabei, das ist schön. Was ist jetzt die 4 der Kelche in den Wünschen? Die Wunscherfüllung und der Neubeginn. Du möchtest einen stabilen Neubeginn in Sicherheit und Stabilität, das wäre dein Traum. Also ich denke mal, sowohl im Privaten wie auch im Beruflichen. Vielleicht sind alle Bereiche betroffen, durchaus möglich. Hoffnung und Ängste ist der Ruhepriester, da ist der Wagen, Erfolgskarte und da ist die Veränderung, Uranus. Und die Veränderung kann ja manchmal stattfinden, ohne dass wir was dazu beisteuern. Das heißt, kann überraschend kommen. Nun kann es bedeuten, dass das noch nicht geht, vielleicht aufgrund der Gegebenheiten gerade, oder dass die Überraschung kommt, auf einmal geht's, ohne dass du darauf vorbereitet bist. Ja? So, wir haben gut für dich ist der Magier. Kleine Schritte und du bist dran. Du gibst nicht auf, du bleibst dran, das ist hervorragend. Aber du musst eben auch deine Kräfte ein bisschen schonen. Du darfst dich nicht verausgaben. Das ist wichtig.
Weder gefühlsmäßig noch was deinen Job betrifft. Wiedergeburt, Ritter, Page der Kelche und der Turm. Ich glaube, da kommt ein gefühlsmäßiges Angebot nicht. Ja? Du möchtest etwas wiederbeleben, was dir am Herzen liegt und du weißt jetzt, da kommt nichts, weil da vielleicht kein Gefühl ist. So, der Eremit, da ist so dieser innere Zwist und da sind die neuen Wege. Du sagst dir, okay, ich muss akzeptieren, was ist und gehe meiner Wege, auch wenn es weh tut. So, vier der Schwerter, der Gehängte, die Situation erfassen, wie sie gerade ist und mit der Königin der Stäbe mit Leidenschaft dafür sorgen, da ist ja auch die Sonne, positive Energie, die Dinge voranzubringen. Und dann haben wir die zehn der Münzen, Kommunikation und nochmal den Magier. Damit kannst du sehr gewinnbringend rüberkommen. Der Gewinn bringt die Dinge umsetzen. Was ist jetzt die fünf der Münzen? Der Neubeginn und der Page der Stäbe. Das ist dieser verzögerte Neubeginn. Das muss jetzt nicht im Gefühlsbereich sein. Das können zwei verschiedene Neubeginne sein. Hier denke ich, ist das Gefühl, hier ist es geschäftlich. Du wartest noch ab. Das heißt nicht, dass du das nicht tust. Es heißt nur, dass du es nicht diese Woche tust. Ja? Acht der Kelche, das Rad des Schicksals und die Vier der Kelche, das ist diese Karte. Das heißt, du überlässt es dem Schicksal, der höheren Macht, dem Allgeist, wie auch immer du das nennen magst, die Entwicklung vorzunehmen. Du bist geduldig. Ja? Du wartest, bis der Kelch zu dir kommt, durch Karma oder durch ja, das Schicksal. Zehn der Schwerter und König der Stäbe. Du lässt die Vergangenheit hinter dir, aber es tut halt weh. Es tut trotzdem weh, ja. Du hast die Dinge im Griff, du tust, was du kannst, aber dein Gefühl ist immer noch gekränkt. Da ist die Zehn der Münzen und da ist die Hohepriesterin. Du weißt genau, wo es lang geht, wo du hin willst und du könntest dich auch riesig darüber freuen, aber das ist da, das ist dein Ballast. Und da sagst du dir, das reicht mir langsam. Oder ich ziehe da einen Strich drunter. Ja? Ich habe jetzt lange damit gehadert, ich habe lange damit gekämpft. Die anderen sind weitergegangen, haben mich vielleicht vergessen, haben ja, vielleicht gar nicht so viel investiert an Gefühl oder sie haben mich gekränkt und ja, gestehen sich das gar nicht erst ein, wie auch immer. Die Belastung habe ich trotzdem mitgenommen, weil es eben wehtut, wenn man gekränkt und hintergangen wird vielleicht oder ja auch einfach nur beschimpft wird oder nicht den Respekt erhält, den man verdient hat. Es gibt so viele Möglichkeiten, jemanden zu verletzen. Ne, da wird sich sicherlich irgendetwas bei dir auch abgespielt haben, was du als Ballast mit dir rumgeschleppt hast. Und da gehst du in dich und überlegst dir, wie du das hinter dir lassen kannst. Wir haben die Fledermaus, die Neugeburt ist gewiss. Da haben wir die Wiedergeburt oder Neugeburt, ne? Aber es ist halt noch nicht. Ne? Es ist halt jetzt noch nicht. Du hast noch damit zu kämpfen. Ja? Die Fledermaus, wann immer etwas sein Ende gefunden hat und vergangen, aus der Hand gegeben, losgelassen, abgeschlossen, vollendet oder gestorben ist, gibt es das Versprechen eines Neubeginns. Die Wiedergeburt ist so sicher wie das Dämmern am Ende der Nacht und der Ausflug der Fledermaus aus der Dunkelheit ihrer Höhle, die sie wie ein Mutterleib umfängt. Der Geist der Fledermaus will dir sagen, dass diese Wiedergeburt etwas Wunderbares ist, denn das Allerbeste von dem, was du mit dem Tod des Alten hast aufgeben müssen, ist auch in dem Neuen präsent, das jetzt so großartig zum Leben erwacht. Es ist das Wunder und die Magie der Wiedergeburt in jedem Aspekt deines Lebens, was auch die Wiedergeburt deines Glaubens in die Fähigkeit einschließt, neue und gesunde Bindungen einzugehen. Pardon. Der Fledermausgeist gibt dir auch zu bedenken, dass du dich im Moment auf unbekanntem Gelände befindest, auf dem du dich vielleicht verloren fühlst. Jedoch bist du aufgerufen, auf deine Intuition als einen verlässlichen Führer zu vertrauen, während du etwas Neues und Unbekanntes zur Welt bringst. Der Geist der Fledermaus hat dir in der Dunkelheit der Nacht zugehört und dabei all deine Hoffnungen und Träume, deine Ängste und Sorgen vernommen. Er gibt dir die Gewissheit, dass diese neue Version deines Traums,
dieser Bewegung vom Dunkel zum Licht, vom Verlieren zum Finden, vom Tod zur Neugeburt, in tiefer Liebe ihre Verwirklichung findet. Der Fledermausgeist fordert dich auf, darauf zu vertrauen, dass, was dem Anschein nach gestorben ist, sich in Wirklichkeit in etwas anderes verwandelt, das noch bedeutungsvoller und wunderbarer ist als zuvor. Wenn du das Gefühl hast, im Dunkel zu sein, dann wisse, dass mit dem anbrechenden Morgen alles zutage liegen wird und die Dinge sich in einer neuen Form zeigen, die für dich die richtige ist. Es verwandelt sich. Der Schmerz, die Enttäuschung, der Ballast, es verwandelt sich. Okay. Neugeburt ist gewiss, die Frage ist halt nur wann. Ne? Also es ist natürlich, wenn man enttäuscht wurde, verletzt wurde, kommt es immer darauf an, wie tief, von wem und warum. Und dann braucht jeder vielleicht unterschiedlich viel Zeit, damit zurechtzukommen. Nichtsdestotrotz gehst du deinen Weg. Ja? Trotz Schmerzen, trotz Enttäuschung. Schauen wir uns an, was die Karte der Schamanen sagt, was sie dir zu bieten haben oder zu sagen haben, besser gesagt. Ja, wir wollen da auch wieder, die sind sehr schwer zu mischen, deswegen mache ich das so. Und ich werde auch wieder diesen Haufen machen, drei Häufchen, und die Karte, die zu unterst liegt, ist deine Orakelkarte. So, wir haben die Schlange, die Nummer 46. Schauen wir uns an, was dir die Schlange sagen möchte. Moment, da, gerade. Jetzt muss ich erstmal schauen, welche Seite die Nummer 46 hat. Das ist die 114. Schauen wir uns an. 114. Die Essenz. Die Schlange ist Lebenskraft von Mutter Erde. Die zusammengerollte Kundalini-Schlange verheißt Leidenschaft, Heilung und Erneuerung. Sie bietet uns den Apfel vom Baum der Erkenntnis im Garten Eden dar und fordert uns auf, die Vergangenheit abzulegen, wie sie ihre müde alte Haut. Zugleich setzt die verbotene Frucht, die sie dir offeriert, deine Leidenschaftlichkeit und Kreativität frei. Die Einladung, die Schlangenkraft der Kundalini züngelt in deinen Chakren und bittet sanft darum, dass du dich ihres Mysteriums annimmst. Leg die alte Haut ab, an der du so hängst, und heiße die neue rosafarbene Verletzlichkeit deines Leibes willkommen, die dein Leben auf den Kopf stellen wird. Deine Leidenschaftlichkeit und deine Sexualität erwachen, was ziemlich beängstigend sein kann. Ups. Vertrau auf die Weisheit der Schlange, die deine sinnlichen Energien in wunderbaren, einzigartigen Selbstausdruck verwandelt. Die Medizin, wenn du selbst in der Lage bist, deine Vergangenheit mit Anstand und Eleganz abzulegen, muss das Leben dir diesen Schritt nicht abnehmen. Das damit verbundene Drama kannst du wirklich nicht brauchen. Verwende deine Energien weder darauf, andere zu verführen, noch darauf, dich verführen zu lassen. Und sei es von deinen eigenen Ideen. Das bedeutet, wenn du hinter die Fassade schaust, also wenn es jetzt um eine Beziehung geht oder eine Idee, ist egal, ne? Man hat immer den Wunsch und den Gedanken, das zu verwirklichen, was man sich vorgestellt hat, auf die eine oder andere Weise. Und man ist dazu vielleicht auch oft verführt, dass es eben genau so sein soll. Und mit der Schlange lässt man einfach geschehen. Man sagt, okay, ich habe keinen Einfluss darauf, wie das weitergeht. Das ist diese Karte hier. Ich lasse meinen Gefühlen freien Lauf. Ich gehe mit dem Flow, ich mache, was ich kann. Ich tue das Beste, was geht. Ja? Und alles andere liegt nicht in meiner Macht, weil das nicht vielleicht an mir liegt, da irgendetwas zu klären. Ich lasse es hinter mir, ja? Weil ich vielleicht auch als Schütze zum Beispiel stehen gelassen wurde, im Stich gelassen wurde, gekränkt wurde. Ja? Mir bleibt keine Wahl. Ein Zurück wäre dieses Verführen. Ja? Das wäre verführt sein, das Ganze nochmal zu wiederholen. Ich würde sagen, nein, danke. Ja? Und die Fledermaus sagt ja, es gibt einen neuen Morgen. Ja? Und egal in welchem Alter und egal um welche Sache es geht, je eher du dich davon lossagen kannst,
Je eher du das Drama, je nachdem, was es ist, hinter dir lassen kannst, desto eher ist die Neugeburt möglich. Und ich sagte ja vorher schon, das ist bei jedem anders. Und wenn ich den Page der Kelche sehe und den Turm, ist das vielleicht eine Entschuldigung, ein Entgegenkommen, was abgelehnt wird. Und zwar von dir. Dass du sagst, nein, danke, was ich eben sagte. Aber das ist vielleicht auch nur meine Auslegung. Das ist nur ein Beispiel. Mein lieber Schütze, ich bin gespannt. Du hast zweimal den Magier, du hast den Herrscher, du hast die Kraft und die Power für dein Leben, für dich selbst einzustehen. Nicht für andere, nur für dich, ja? Weil wir wollen ja den Herrscher nicht als Tyrannen sehen. Du bist ein eigenständiges Individuum und du kannst deine Träume verwirklichen. Trotz oder gerade wegen des Schmerzes, den dir andere zugefügt haben. Denk mal drüber nach. Vielleicht magst du es ja in die Kommentare schreiben. Ich für meinen Teil wünsche dir natürlich den bestmöglichen Erfolg, den Durchblick, ja, die Ruhe, die Gelassenheit, die Entspannung und natürlich den Cut, um zu sagen, ich erstehe neu. Nicht diese, aber vielleicht nächste Woche oder irgendwann später. Ich bin gespannt, was du sagst. Wenn es dir gefallen hat, lass gern ein Däumchen hoch da und wir sehen uns in der nächsten Woche. Ich bin schon sehr gespannt. Bis dahin. Tschüss.